2011 war ich da. Da habe ich geschimpft mit Ihnen. Ich habe überlegt, ob ich dieselben Folien nochmal nehme. Also der Vortrag, der ist ja im Internet, den können Sie ja dann gucken. Also Sie sind jetzt real live dabei und dann gucken Sie den noch im Internet nochmal hinterher. Der Vortrag hieß der Fluch und Segen, Internet. Ja, und ich habe da wörtlich gesagt, also ich habe es nochmal angeguckt, damit ich nicht so doppelt erzähle. Ich habe die ersten Worte, die ich gesagt habe, den Fluch haben eher Sie so. Also ich bin eher Digital Native, ziemlich alt, aber ich nehme halt mal den Segen mit. Und dann habe ich gesagt, dass Sie jetzt demnächst mal irgendwas tun sollten. Das geschieht irgendwie nicht, oder? Also ich kann immer nur sagen, man muss wollen und nicht warten, bis man müssen muss, oder? Die Leute reden hier immer zu, dass man irgendwie muss. Digitalisierung trifft dann halt jeden. Das ist doch, also gehen Sie doch zu Ihren Kindern, die finden das toll, die würden auch was wollen. Und dann sagen Sie immer, das muss. Keine Ahnung. Also ich meine, ich musste die Folien letzte Woche schon schicken. Ich hätte sonst noch eine dazwischen gemacht. Aus Psychologiebüchern, da gibt es bei Fritz Riemann die vier Grundformen der Angst. Da werden unterschieden in einer Achse zwischen zwanghaften Persönlichkeitsstörungen und hysterischen. Ja, also zwanghafte sind Leute, die hassen, wenn sich was ändert. Und hysterische kriegen einen Anfall, wenn sich nichts ändert, weil die sich langweilen. Und eine gute Erklärung wäre, Amerikaner sind hysterisch und Deutsche zwanghaft. Also so auf den Punkt. Also ich habe auch Folien, da steht drin, was ein Zwanghafter ist. Also er ist gewissenhaft, hat auf alles eine Antwort, ist ehrlich, spart viel Geld, wirft nichts weg. Also wenn Sie in Schwaben wohnen, finden Sie das total normal. Ja? Also das ist das Problem. Sie müssen einfach ein bisschen hysterischer werden. Das kann man, es wurde gerade vorgeschlagen, wir brauchen eine gesunde Mitte. Das gibt's nicht. Also nicht wirklich. Also entweder ist man das so oder so. Ja, 2000, das Motto dieser Veranstaltung ist, also habe ich mit ausgedruckt, Vernetzung, Sicherheit, Vertrauen. 2011, als ich da war, vernetzte Welten gestalten, Zukunft sichern. Das ist nicht so arg unterschiedlich. Und Leute, jetzt muss man mal wollen und Spaß haben und so. Und das erkläre ich jetzt mal. Ja? Also noch so 10 Minuten über ein bisschen mehr industrielles Zeug und dann über den Menschen soll ich ja reden. Also Sie haben schon so ein bisschen gehört, dass Ingenieure nicht mit normalen Menschen reden können. Da gibt es auch wieder Persönlichkeitsstörungen. Das läuft auf dem Autismus-Spektrum. Das ist übrigens ziemlich breit, die Informatiker sind hysterischer. Ja, also und schon die Informatiker und Ingenieure verstehen sich gar nicht gut. Das ist das Problem. Darüber müssen wir auch reden. Also praktisch, hier sind ja mehr Ingenieure und sie haben dann alle Angst vor diesen IT-Menschen. Können Sie sich vorstellen, wenn hier ein IT-Kongress ist, wie das hier aussieht? Würde ich mit einem schwarzen Jackett weggejagt werden. Also da haben die natürlich mehr einen Pferdeschwanz und so. Das wäre ein ganz anderer Kongress und da sehen Sie einfach, dass die Kulturen ganz verschieden sind und da müssen Sie jetzt rein in diese IT und das ist was ganz anderes. Also wenn Sie nur die Menschen sehen, ist es was anderes und Sie mögen die nicht. In Amerika ist das einfacher, da gibt es gar keine Informatiker, wussten Sie das? Auch keine Gesellschaft, übersetzen Sie mal Informatik in Englisch, das geht gar nicht. Die sind Software-Engineers. Die sind Ingenieure, die sind auch im IEEE drin. Die sind so, was hier VDI wäre, wären die Informatiker da, die wären gar kein eigener Verein. Und die wären da mehr drin und so weiter. Das sind so Probleme, die muss ich jetzt irgendwie ansprechen. Hilft nichts. Also ganz schnell die Buzzword durchgegangen.
So bis vor 5 Jahren hatte man immer so die Idee, dass es eine Welt 2.0 geben müsste, also wo die Leute miteinander reden. So weit ist es noch nie gekommen. Und dann muss natürlich die Politik jetzt wieder sagen, wie geht's weiter? Dann hätte man sagen können, machen wir 3.0. Das haben sie ausfallen lassen. Also Arbeit 3.0 gibt es ganz sicher nicht und Industrie 3.0 auch nicht. Das wurde vorhin erklärt, dass es hätte so sein können, hat irgendeiner gesagt vorher. Aber es war ja nie da. Das liegt daran, dass man so eine hohe Zahl nimmt, dass man jetzt noch nicht dran arbeiten muss. Also deswegen sagen alle Parteien und so, die bereiten sich jetzt auf das Jahr 2030 vor. Es muss unbedingt Jahr 2030 sein. Wenn Sie sagen 2025 oder so, das ist zu nah dran, dann müssen Sie was tun. Da muss ja dann die Gesundheitskarte auch da sein. Die kommt nach dem Flughafen. Und wenn Sie Ihren Mitarbeitern sagen, wir machen jetzt eine Vision von Siemens 2050, da würden die lachen. Und 2030 ist ganz gut. Das können Sie noch auf Tassen schreiben, Sie müssen nichts arbeiten und irgendwie wieder schimpfen, dass die anderen zu hysterisch sind. Und das muss jetzt irgendwie aufhören, das mag ich nicht. Also das ist eine schöne gekaufte Folie, kostet 2,99 bei Adobe Stock. Gut, oder? Und es passiert nichts. Ich habe gedacht, eine Plattform, also was Sie da vor, ich habe das jetzt so ein bisschen so dämmern hören. Ich dachte, Sie bauen jetzt eine. Also wir kommen gleich dazu. Also man kann doch eine bauen, also nicht drüber reden, meine ich. Ich sage gleich wozu. Das andere Thema ist Arbeit 4.0. 2.0 gab es, glaube ich, auch nicht so richtig. 3 wurde gar nicht erwähnt. Frau Nahles springt dann auch wieder zu 4.0. Das wird so nichts. Ja, also sie gibt aber schöne Folien. Gell? Dann gibt es ein neues Fremdwort, das heißt Nudging. Ich weiß nicht, kennen Sie das schon? Sollten Sie. Da gibt es ein Buch, Nudging, das heißt Anstupsen. Das heißt so, dass man als Politiker so hingeht und sagt, nun mach doch mal. Also die Bundeskanzlerin kommt dann und sagt, 4.0 ist ganz schön, mach doch mal. Und dann machen sie irgendwas. Sie machen sogar was, lauter Ausschüsse und Sitzungen. Aber weiter geht's dann nicht. Und, ja, und man muss doch dann irgendwas tun. Ja, und wie gesagt, das heißt Nudging. Bei der Theorie ist übrigens ein Fehler dabei. Also da gibt es ein ganz dickes Buch über Nudging, wie man das macht. Die Amerikaner haben da eine ganze Theorie, also wie man sagt, nur mach doch mal. Das können Sie ja bei Ihren Kindern sehen. Nun putz doch die Zähne. Wenn das Kind Sie lieb hat, putzt es die Zähne. Wenn es Sie hasst, macht es das nicht. Und die Politiker haben heute jetzt so einen Standstrich, dass sie nicht so viel Vertrauen haben. Da gibt es nicht so arg viele Politiker, die sagen können, nun mach doch mal 4.0. Dann würde man sagen, das tue ich nicht. Nudging ist ganz gut, aber das vergisst irgendwie die Voraussetzung, dass der nudgt, irgendeine gewisse positive Legitimität hat. Und das ist irgendwie schwierig. Ja, also wenn jetzt irgendwie Bankenpräsidenten, die gerade Filialen schließen, sagen, mach doch mal 11-Stunden-Tag oder so, dann kommt das grimmig. Und das wird heute irgendwie ein bisschen unterschätzt, weil die Leute meistens nicht die Legitimität haben, irgendwie zu sagen, mach doch mal. Ja, bleiben wir dann irgendwie so in Ausschüssen stecken. Ich habe die Folie auch, die ist auch gekauft. Ich hab gerade auf meiner Homepage, können Sie nachgucken, alle 14 Tage veröffentlicht er irgendeine lästerliche Geschichte. Und diesmal habe ich gesagt, dass ich komme jetzt so langsam in die Rentendiskussion rein. Also ich habe ziemlich viel eingezahlt und kriege aber nicht viel Rente. Also ich habe gedacht, dass ich eine kriege. Die muss neuerdings versteuert werden und das Studium wird nicht mehr anerkannt und weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn meine Frau sterben würde, habe ich gelernt, kriege ich gar keine Witwenrente, weil das alles angerechnet wird und irgendwie ist die Hälfte weg. So gegenüber, wo ich 50 war. Und da habe ich mal so geschrieben, heute, die jungen Leute, wisst ihr, was auf uns zukommt? Also nicht Arbeit 4.0. Und ich habe wahnsinnig viel Response gekriegt auf die Sache. Keiner sagt irgendwie, wir sollten vielleicht bis 70 lernen, arbeiten. Oder mehr in die Rentenversicherung einzahlen. Oder man könnte mehr Kinder kriegen. Oder die besser erziehen. Man könnte viele Sachen tun. Und sie sagen einfach, komm, die Zukunft ist so mistig, dass
irgendwie gibt es ein bedingungsloses Grundeinkommen, anders geht es sowieso nicht und dann machen wir eine Vermögens- und Erbschaftssteuer und irgendwie regelt sich das schon. Aber die sind völlig frustriert. Also die jungen Leute sagen, wir wissen schon, dass da gar nichts ist oder so und wir müssen das irgendwie zusammenbringen. Wir können jetzt ganz viele Theorien machen, was da soll. Wir sollen lebenslang lernen und weiterbilden. Ja, die Lehrer sagen lebenslang lernen und sagen dann alles, was Neuland ist, dann auch noch hinterher und können. Ja, ich habe gerade so wieder einen Post gekriegt, ich habe gerade einen Lehrgang gemacht vor Unternehmern und keiner wusste, was Dropbox ist. Muss ich jetzt alles erklären? Ich sage, jawohl, musst du wohl. Und ich will nur sagen, dass die junge Generation und so manche sind irgendwie jetzt, wissen, was es geschlagen hat und arbeiten vernünftig, aber ganz, ganz viele sagen, komm, es wird darauf hinauslaufen, dass wir alle bei Hartz IV hier rumhängen. Und das muss man auch irgendwie aufbrechen. Wenn Sie jetzt als Unternehmer irgendwie eine Rolle in der Gesellschaft spielen, dann müssen Sie doch die Begeisterung darüber bringen und dass die nicht irgendwie gleich so sagen. Sie wollen irgendwie wissen schon, dass es irgendwie schwierig wird. Okay? Ich will auch, jetzt haben alle was zu Autos gesagt, jetzt meinen Senf noch dazu. Das ist das einzige vernünftige Bild von einem autonomen Auto, was ich gefunden habe. Also die Daimler baut immer noch welche mit einem Steuerrad drin, das finde ich witzig. Also das machen zwanghaft, da habe ich erklärt, ja? Also die haben für alle Fälle. Ich gebe Ihnen mal meine Vision von dieser Geschichte. Ich verbiete den Privatbesitz von Autos ganz, und machen das alles mit automatischen Autos, weil dann, wenn da noch so ein paar BMW oder Mercedes-Fahrer drin rumfuschen, das ist nicht gut, die machen dann wieder Staus. Also die selbstfahrenden Autos sind ja nicht blöd, die fahren einfach immer hinterher. Ja? Und dann geht das auf der Autobahn viel schneller. Da ist nie Stau, es ist kein Unfall, es ist alles in Ordnung, da können Besoffene drin liegen, es ist alles gut. So, ich verbiete den Privatbesitz von Autos und gebe jedem 24.000 Kilometer frei von Staat her. Also kann er einfach frei fahren, kann ja auch die Bürgersteige frei benutzen. Und dann kann ich einfach sagen, fahre mich jetzt zur Abendveranstaltung und wieder zurück zum Flughafen und so. 24.000 Kilometer für jeden, fertig, das war's. Warum will ich das? Erstens, aus technischen Gründen ist ganz einfach, Sie brauchen gar keine Versicherung oder so, das ist ja dann... Hat keiner was damit zu tun. Ist alles weg, das fällt weg. Das Problem, dass ihr Auto parkt, meins parkt jetzt gerade im Frankfurter Flughafen, kostet 26 Euro am Tag. Ich habe ausgerechnet, ich habe einen Volvo, also der fährt, also ich fahre 5% der Daytime übers Jahr, 5%. Wenn Sie einen BMW oder sowas haben, so Porsche, dann fahren Sie nur 3, weil es schneller geht. Ja. Das heißt, die meiste Zeit parkt das Auto, 95% parkt das Auto. Hier sind im Raum Unternehmer. Unternehmer gucken, dass die Mitarbeiter immer zu arbeiten. Die müssen eine Auslastung von 99% haben. Jeder Manager hier im Raum arbeitet rund um die Uhr. Und ihr Auto, das teuerste, was sie haben, ist 95% idle. So, und die Vision wäre doch einfach, dass ich die Helferschaft an Uber übergebe und gebe nur noch die haben einfach so einen Pool von selbstfahrenden Autos, und dann brauche ich doch nur so viele Taxis, wie jetzt gerade auf der Straße stehen. Ich brauche doch nicht Parkende. Können Sie sich vorstellen, dass man die Auslastung der Autos von 5% vielleicht auf 30 oder 40 hochheben kann? Also muss viele relativ auf der Reserve haben, weil ja vor der Arbeit fahren und wieder zurück und so. Aber auf 30, das könnte gehen, oder 40. Und das wird bedeuten, dass ich nur 10% der Autos von heute, so ein Achtel, sagen wir, 12,5% der Autos von heute brauche. Das ist Deutschland in 15 Jahren. Und Sie bauen da rum als Zulieferer und machen da irgendwas. Verstehen Sie, die Autos braucht man nicht mehr. Das wollte ich sagen. Und da kommen Sie nicht dran vorbei. Sie machen gerade so irgendwie noch ein halbes Prozent Kostensparungen daraus. Und ich sage, man braucht die Autos gar nicht, also nicht 90% da nicht. Und Sie können doch sich überlegen, dass die Einsparung so irre groß ist, dass das kommt. Wenn Sie selbstfahrende LKWs haben, dann fahren die doppelt so schnell, weil die nicht 8 Stunden Pause machen. Die schlafen doch nicht da an der Autobahn, die fahren einfach durch. Es ist alles gut. Der Fahrer kostet nicht, das ist die Hälfte von der Logistik und die geht doppelt so schnell. Denken Sie, dass Sie irgendwie daran vorbeikommen, dass das einfach nur mit Uber gemacht wird? Kann auch eine andere sein. Meinetwegen Daimler, also ist egal. Irgendwer muss es machen, aber Autos gibt es nicht mehr.
viel weniger Lastwagen, weil die ja viel schneller fahren. Es gibt keine Kühlkettenunterbrechung mehr. Es ist alles gut. Ich muss nicht weggesperrt werden, wenn ich in 15 Jahren irgendwie ein Zeichen von Alzheimer habe. Ich kann weiterhin meinem Dings da sagen, fahr mich zum Aldi. Es ist alles in Ordnung. Keine Kinder müssen mich da irgendwie raus aus dem Haus treiben. Ich kann auch wieder im Osten in Brandenburg wohnen. Ich kann alles wieder besiedeln. Es ist völlig egal, ob sie auf dem Dorf werden. Die Bodenpreise in Berlin, die sinken, weil man ja wieder rausfahren kann. Verstehen Sie, es gibt ganz große tektonische Bewegungen, wenn das jetzt kommt. Und keiner will mit mir darüber reden. Sagen Sie, so schlimm wird es nicht kommen. Und diese Ingenieure da, die gucken immer zu, wie mache ich den Stern da vorne drauf, wie ist der Nierenkühler? Also damit, das muss so sein, dass immer, wenn da so ein Fox fährt, dass man einen Schreck kriegt, wenn da so ein Stern hinten ist oder so ein blaues Licht von so einem aggressiven Audi. Und dann fährt man da rein. Und in diesem ist kein Rückspiegel, da guckt keiner mehr rein. Und die ganzen Ingenieure können sich was anderes ausdenken. Und die ganzen Ingenieure denken in Designformen, die es gar nicht mehr gibt. Wenn man aber in ein neues Auto reinsteckt, dann gucke ich mein Navi an, tap, tap, tap. Nicht, was ist das? Haben die den? Ist das kein Touchscreen? Nein, du musst erst mal so eine Woche lernen, wie du da mit dem Rennrad. Und das ist ja mit dem Tesla dauernd diskutiert worden. Die Ingenieure haben die Designhoheit. Also die Ingenieure hatten früher immer die schönsten Sachen. Das, wenn man so einen UHA-Report damals hatte, so mit 24 Stunden Laufzeit oder so. Das war die beste Technik, die wir in Deutschland hatten. Immer die beste Technik, immer das Grundig-Radio. Sie kennen doch das alles noch. Das war immer das Beste und das High-High-High-Level in Technologie. Und jetzt haben Sie vollkommen verloren gegen alles mit Apple. Und Sie wird jedes Mist, den Sie designen, wird einfach verglichen, kann das auf dem Samsung besser gemacht werden. Und dann kriegen Sie immer nur Störfeuer, Störfeuer und es wird nicht mehr gekauft. Und das ist ein Kulturwandel, den die Ingenieure irgendwie jetzt nicht mitgekriegt haben irgendwie. Sie sagen, was reden die da immer von Apple? Sie haben einfach gnadenlos verloren in sowas wie Ästhetik, Schönheit, Kunde und sonst was. Nest oder mit den Ventilen. Zahlen lieber 600 Euro für ein Thermometer. So, das war das Technische. Also ich kann alle Branchen durchgehen, also ich kann das so radikal weitersagen. Ich wollte nur sagen, wenn das mit den Autos so kommt, dann bedeutet das ungefähr, es wird ja keine Verkehrspolizei, keine Radarfallen, keine Parkhäuser, keine Lkw-Fahrer, keine Taxifahrer, gar nichts. Sie können sich irgendwie ausrechnen, dass so 40% der Jobs weg sind, also richtig weg. Und das ist viel. Und da kann man doch jetzt nicht einfach hier so sitzen und keiner regt sich auf. Ja, warum fängt Siemens, waren ja jetzt welche, warum fängt Siemens nicht an, einfach die Waggons da von der Eisenbahn einfach waggonweise fahren zu lassen? Das wäre doch gut, oder? Nicht so blöde Züge, die mal zu spät kommen. Einfach alle 5 Minuten ein Waggon. Zack, 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 zack. Und dann fährt alle 5 Minuten die ICE, die Pünktlichkeit ist ganz wurscht, weil wie bei der U-Bahn in München ist immer einer da. Dann werden auch durch die S-Bahn, werden die dann irgendwo... Kann man wieder Brandenburg besiedeln. Da fährt dann die S-Bahn nicht alle 2 Stunden, sondern auch alle 5 Minuten. Einfach waggonweise, zack, 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 weg. Warum macht man das nicht? Dann sagen Sie, das ist aber schwierig mit der DIN-Norm. Also Vorschlag zur Güte. Siemens-Vorstand ist noch da. Wir kaufen irgendwie ein Dorf. Also wenn ich jetzt wäre, also so eine große Firma hätte, dann würde ich jetzt einfach so für 1 Milliarde so ein Dorf kaufen. Bad Füssing. Und in Bad Füssing mache ich eine Elektro, alles die Bahnen fahren einzeln, alle 5 Minuten. Und dann machen wir einen Zaun drumherum und da fahren nur autonome Fahrer mit Uber. Und dann üben wir das. Und wir geben dem Dorf 10 Jahre for free. Alles unterschrieben, alles for free. Und dann toben wir uns einfach aus und machen das. Dann werden die Grundstückspreise steigen. Dann sagt Bad Mergentheim, wir wollen auch sowas. Und dann steigt überall, verstehen Sie? Keine DIN-Norm, einfach mal anpacken, einfach so ein freiwilligen Dorf suchen und machen. Das wäre eine schöne Sache, das werde ich tun. Und dann sagen sie wieder, du bist Amerikaner, bin ich nicht, es ist nur was tun. Okay?
das kommt, Sensoren überall. Ich habe jetzt mal gesagt, denkt schon mal einer drüber nach, könnte ja auch so Schaeffler-Gruppe, Conti, Infineon, Siemens, Bosch, alle sich zusammensetzen. Wir machen jetzt einfach so ein Sensornetz der Dinge, also sowas wie Android für Maschinen. Einfach so bauen. Das habe ich ins Internet geschrieben. Denkt da keiner dran? Dann sagen sie, ja, guck mal, das kannst du bei Amazon so halbwegs schon kaufen. Amazon ist ja nicht nur Buchhändler, sondern auch Cloud-Anbieter und da gibt es die Konnektoren schon da. Und Google arbeitet da auch dran. Und demnächst hängen die ganzen Infrastrukturen der Maschinen, sagen sie, bis die DIN-Normen fertig sind, hängen wir das da bei Amazon rein, weil da sowieso in der Cloud alles ist. Die normale deutsche Unternehmer sagen, in der Cloud, das ist Gift, bei Amazon gehe ich nicht rein, meine Daten sind nicht sicher. Wussten Sie, dass 30% der Ingenieure schon bei Amazon arbeiten? Wissen Sie warum? Weil die Ingenieurcomputer sehr teuer sind. Die müssen nämlich so 128 GB Hauptspeicher haben, nicht so 4 wie für den Manager. Und das ist sehr teuer und das kriegen sie normalerweise nicht, weil da Ausgabenstopp ist und dann mieten sie sich das Ding bei Amazon und zahlen dafür 1 Euro pro Tag so privat. Merken Sie das? Das ist jetzt bei einer ganz großen Firma aufgeflogen, weil die das mit den American Express Reisekostenkarten bezahlt haben oder sowas. So, und was man jetzt eigentlich machen müsste, also richtig was bauen, einfach mal so ein Android, eine Plattform einfach bauen, wo man Plug and Play irgendeinen verdammten Sensor reingeben kann. Und dann müssten Sie Sensoren bauen, die nicht so bei Temperatur sagen 20. So sind die jetzt. Also, da steht aber nicht da, was 20 bedeutet. Das kann Fahrenheit und Celsius sein. Also wenn Sie einen amerikanischen Sensor, dann schießt die Mondrakete daneben, weil irgendwie der Sensor das falsch ausgegeben hat. Und jetzt muss man irgendein System haben, wo alle Sensoren dann wirklich mit Metadaten hinterlegen, was damit gemeint ist. Und das muss auch in Estland verstanden werden. Und das regt mich auf. Also das... da keiner dran geht, dann sagt so Sennheiser, ich bin der hier so für Mikrofone. Und dann sage ich, ja komm, Ton bringt nichts, du musst auch schon gucken können und riechen und so. Die Sensoren müssen doch dann für das Internet der Dinge das alles können. Dann sagen sie, ja, das gibt so 20 verschiedene Firmen. Dann sage ich, könnt ihr das nicht mal zusammen machen? Nein, wir sind Weltmarktführer nur für Hören, nur für Sehen, das geht so nicht. Und da bietet sich doch völlig an, wenn ich jetzt ein bisschen begeistert amerikanisch bin, was ich tun soll. Also ich kann ihn total langweilen. Und dann muss man immer diese doofen Brainstormings machen in der Firma. Die BWLer denken, wenn man 10 kleine Ideen hat, kommt eine große raus. Ich hasse es. Ja, also die Amerikaner haben eine große Idee vorweg, also ohne Brainstorming, machen einfach. Und dann sitzt man immer dabei in Abteilung, macht so kleine Glühbirnen und hofft, dass dann so klein wie auch Mist macht. Da kommt wieder irgendeine Firma ein bisschen besser raus, aber nichts Richtiges. Und das darf man halt nicht. Lassen Sie das mit dem Brainstorming sein. Sie machen ja auch in so Telekomsfirmen oder in Maschinenbau ganz immer Brainstormings. Aber was man machen muss, ist ja klar. So irgendwie selbstfahrende Autos, fertig. Denn die Ingenieure sind beleidigt über selbstfahrende Autos, weil Elektromotoren doof sind. Sie können dann 100 Jahre Verbrennungsphysik irgendwie wegschmeißen. Ganze Unis können zumachen und so. Weil Elektromotoren so doof sind. Und so ein Auto braucht fast gar keine Teile mehr. Brauchen auch keine 16 Airbags mehr drin. Es macht ja keinen Unfall mehr. Und so weiter. Ja, also es braucht nicht nur 10% nur der Autos, sondern davon auch nur noch ein Drittel. Weil das so können Pappautos sein, ist egal. Jetzt muss es weitergehen. Das sehen Sie jetzt dauernd in der Zeitung. Das muss nicht stimmen, ich glaube da auch nicht dran, aber es stand in der Welt, also stehen Sie unten links. Irgendwelche Berufe verschwinden dauernd. Interessanterweise Führungskräfte nicht, also Sie dürfen da bleiben. Das glaube ich nicht. Also in manchen großen Firmen ist Management so simpel, also da wird jeder so im Meeting so abgestraft und so, also die im roten Bereich sind, also die Hälfte wird abgestraft. Da kann man doch so eine Führungskraft einfach so von Apple eine dicke Batterie an den Arm geben. Also jeder Mitarbeiter kriegt eine Batterie. Und wenn die Zahlen im roten Bereich sind, gibt es einen Stromstoß und fertig. Ja, und mehr macht so ein Meeting dann auch nicht. Und wenn Sie nur Zahlen und Cruncher sind oder so, werden Sie auch abgeschafft und halbautomatisiert. Ich habe 2011 das Wort hier im Raum und im anderen Raum gesagt, das heißt Flachbildschirm-Rückseitenberater, dass das nicht so kommt.
Ja, also dass diese Bankleute da irgendwas eintippen und dann holen sie sich den Rat vom Computer und dann lesen sie es uns vor. Das heißt dann Beratung. Das heißt Flachbildschirm-Rückseitenberatung. Also im Airport, wenn die mich einchecken, das kann ich selber besser. Ja? Oder so einen Versicherungsvertrag machen oder ein Auto verkaufen. Dann tippen sie da diese 20-stellige Autonummer ab. Das habe ich damals alles erklärt. Und jetzt steht das da. Die Folie ist neu. Die hatte ich vor 5 Jahren nicht. Und jetzt verstehen sogar die Journalisten, also die stehen da, glaube ich, auch drauf, die braucht man auch nicht mehr. Also praktisch, es gibt ja jetzt auch Roboter, die so schlechte Artikel schreiben. Ja, Sie haben ja wahrscheinlich gelesen, dass die Redaktionen alle ausgelichtet werden und die machen das alles mit Freelancers, die irgendwie Artikel vorbereiten für 100 Euro und die überall wie sauer Bier als freie Künstler anreifen. Festangestellte hat man nicht. Und die Leute gehen dann wirklich, auch die roboterisieren sich selbst. Auch die Manager, die 50 Leute haben und die coachen sollen angeblich, die kennen die gar nicht, so wie der Religionslehrer die nicht. Und dann sollen sie Zeugnisse geben und die Gehaltserhöhungen haben die gar keine Ahnung, wer das ist, wen sie da gerade wieder haben und so weiter. Und so formal muss man coachen, aber im Grunde wird alles dem Internet immer ähnlicher. Es ist nicht so, dass der Computer so schlau wird, dass er den Menschen übertrifft, sondern die Arbeit wird so doof, dass der Computer es jetzt auch kann. Ja? Bauernaufstand. Wenn Sie, da habe ich bei Wikipedia gefunden über Schulpflicht, also da ist der Elsass von Preußen erobert worden, 1816 im Krieg, und da haben sie gesagt, Preußen gab es schon Schulpflicht, und da haben sie gesagt, ihr macht jetzt auch Schulpflicht, und da haben die Bauern gesagt, du vergisst 3 Dinge. Erstens, das braucht man hier nicht, guck dich um, wir sammeln Steine vom Acker. Zweitens, meine Kinder sind zu dumm, und drittens, die müssen arbeiten. So, wenn man jetzt heute sagt, Leute, bildet euch mal weiter, dann sagen sie genau dasselbe. Hier braucht man sowas nicht in diesem Betrieb. Wir haben auch gar keine Zeit, die müssen immer zu arbeiten. Außerdem sind sie, glaube ich, zu doof. Ja, gehen Sie mal früher, also mein Schwiegervater, der war aus dem... Sein Vater war Bäcker und als einziges Kind, falls Hochbegabter beim Fürsten, hat er ein Stipendium bekommen. Und dann musste er dann irgendwie nach der 8. Klasse doch arbeiten. Das hat er nie verwunden. Und der wollte auf die Klosterschule gehen. Und das war sein Leben. Und natürlich, meine Frau musste dann auch sofort Abitur machen. Das war dann, das wollte er weitergeben. Und da gab es Zeiten, auch als ich jetzt Abitur gemacht habe, wo Bildung schön war. Das sagt heute keiner mehr. Ich sage, muss ich jetzt weiterlernen? Lebenslanges Lehrweit muss man lernen. Ja, so insbesondere, wenn man jetzt so die Internetausbildung nimmt, das Neue, dann machen das die Manager eigentlich nicht. Sondern sie sagen, alle beschuldigen sich gegenseitig, sie sollen verdammt nochmal lernen, macht aber keiner und Freude hat auch keiner dran. Das war früher auch mal anders. Aufklärung, wenn Sie sich noch erinnern, vor 200 Jahren. Also, das war schön. Und heute, ja? Computer können das alles, das... Und jetzt müssen wir irgendwie hart feststellen, das habe ich so ein bisschen kabaretthaft vor 5 Jahren gesagt, dass jetzt nochmal ordentlich aufgeschrieben, sie werden nur noch gut bezahlt für das, was der Computer nicht von selbst kann. Fertig. So, und dann kann man jetzt gucken, was das sein soll. Ich habe mal so einen Satz aufgeschrieben, Arbeit in internationalen Projekten. Mit verschiedenen Kulturen, Verständnissen, Geschlechtern, Sprachen und so weiter und sie müssen irgendwie Flöhe hüten können und irgendwas zu einem Beschluss führen. Es geht nicht darum, dass sie im Parlament in einem Ausschuss sitzen mit irgendwelchen Leuten oder in DIN-Normen, sondern sie müssen es hinkriegen, das ist die wesentliche Begabung der Neuzeit, dass aus dem Meeting was rauskommt und dass man das macht. Keep things done. So, das ist die wesentliche Begabung der nächsten Zeit. Da kümmert sich aber keiner drum. Ich wüsste nicht, dass mir das in der Grundschule irgendwer erklärt hat, mein Vater auch nicht, der war Bauer. Im Gymnasium auch nicht, habe Latein gelernt und Physik und so. An der Uni kriegt man Autismus also von den Professoren noch beigebracht. Und ich wollte nur sagen, unser ganzes Bildungs- und Erziehungssystem befasst sich nicht mal an den. Und dann hat mir jetzt einer geschrieben, pass mal auf, das trifft doch nur für 20% der Menschen zu. Heute. Und dann sage ich, ja, das sind dann die, die überbleiben. Und jetzt die Leute sagen immer, wir hätten jetzt gerne Leute in Big Data, aber die müssten das Business verstehen. Es geht bei IT immer darum, dass die IT
versteht, was man mit der IT macht. Und der Kunde soll verstehen, was man mit dem Ingenieurszeug macht. Und das ist jetzt das, was die Leute meistens nicht können. Und dann suchen sie Leute, die das dann können und finden die nicht. Und da ist der Arbeitsmarkt jetzt schon vollkommen überlastet. Ja. Und da wird Frau Nahles dann erzählt, dass immer mehr Leute arbeitslos werden. Dem würde ich noch eine Pointe dazu fügen. Sondern es geht nicht darum, dass ganze Berufe verschwinden, das auch. Aber von jedem Beruf verschwindet der einfache Teil. Von jedem. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt bei so einem Start-up beteiligt. Wir waren übrigens beim Gründerfonds, da haben sie gesagt, das wird wahrscheinlich was, deswegen fördern wir das nicht. Ist das toll? Also habe ich gesagt, wollt ihr nur so irrwitzige Projekte à la San Francisco, Silicon Valley, die sowieso nichts werden? Das ist das schicker oder irgendwie so, wir haben so was Bodenständiges hier, eine Firma, Callcenter-Bereich in Berlin. Also wenn Sie mit, wir wollen noch Teilhaber. Können Sie fragen? Und sagen Sie, das wird wahrscheinlich was. Ihr habt ja schon Kunden, dann ist ja nicht mehr so ein Problem. Wir müssen es aber doch erstmal aufbauen und so. Ja, und jetzt muss ich, ich war gestern beim Rechtsanwalt. Also da kauft einer jetzt für 100.000 Euro sowas wie Anteile von der GmbH und dann müssen alle 10, 20 Gesellschafter, wie viele es immer sind, wenn es eine Million ist, eine Million, müssen alle zum Rechtsanwalt und für 32 Euro unterschreiben, dass sie jetzt die Anteile gekauft hat, dass einer dazugekommen ist. Können Sie sich vorstellen, was das Arbeit abfackelt da im Rechtsanwaltsbereich? Das ist unglaublich, verstehen Sie? Und da kann man sozusagen ganze Berufe so halb einfalten, das meine ich damit. Also im Rechtswesen und Verwaltungswesen und im Staatswesen, da können Sie alles noch einfalten, also immer den Teil da. Also ich kann Ihnen lauter so Arbeitsgänge sagen, die absolut völlig, völlig aus der Welt sind. Ja? Und das heißt, Sie bleiben mit dem Mist über. Also praktisch die einfache Arbeit verschwindet und Sie haben dann nur noch Mist. Mist meine ich, dass Sie mit anderen Leuten reden müssen und sich einigen müssen und irgendwie im Meeting was hinkriegen. Das heißt, Sie brauchen eine emotionale Intelligenz, müssen kreativ sein, Lösungen finden und irgendwie das hinkriegen und Leute überzeugen und so weiter. Das kann aber keiner und deswegen sitzen die alle zusammen. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, das heißt Schwarmdummheit. Also das heißt, also hier im Raum sitzen Leute mit Minimum Intelligenzquotienten 110, aber wenn sie ein Meeting machen, kommt der Beschluss, der ist 80. Das will, ja. Das sehen Sie doch jeden Tag in der Politik bei Tarifverhandlungen und so weiter. Ja, so irgendwie. Und das wird, also deswegen haben wir auch die Burnouts, weil die Leute langsam nur noch diese schwierigen Aufgaben haben und die kriegen sie nicht gebacken und prozessieren das bis zu Ende, haben Meetings, 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 kriegen es nicht hin und dann brennen sie aus. Das ist jetzt das Phänomen. Das hat nichts mit Krankheiten zu tun oder sowas. Ich habe das mal so aufgeschrieben, dass, ganz kurz, ich will die nicht alle durchgehen. Es gibt den mittleren, das ist der Beruf heute und sie retten sich entweder auf die rechte Seite oder sie werden unfreiwillig in die linke gemacht. Ich kann jetzt auch, Sie sind als Zulieferer, wenn Sie Elektroindustrie-Zulieferer sind, werden Sie entweder ein Komplexdesigner, so Vollsortiment-Solution oder sowas, oder Sie machen Teile wie Foxconn als Sklaven. Fertig. Ich muss aufhören. Gucken Sie mal, das habe ich in meinem Zeugnis gefunden. Da stehen Kopfnoten drüber, Ordnung, Fleiß, Betragen, Mitarbeit, so sollte ich sein. Meine Mama wollte, dass ich so bin und die Gesellschaft in Deutschland wollte auch so, dass ich bin. Und was steht da? Ich soll ein ganz freundlicher Automechaniker am Band von Daimler sein. Das ist das Ziel der Ausbildung. Und sozusagen, das kann so nicht sein. Die sind jetzt auch verschwunden, jetzt haben sie so Kompetenzen da drauf. Das ist aber dasselbe in Grün. Aber im Grunde, die Gesellschaft will einfach, dass ich ein braves Kind werde. Das brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Wir wollen doch jetzt irgendwie ihre kreativen Leute haben, die mit anderen Leuten klarkommen und mehreren Kulturen sprechen und so. Davon ist nicht die Rede. Ich habe mal so neue gemacht, Sie können das sich angucken. Wir können noch darüber diskutieren, das ist nicht so das Letzte. Also stellen Sie sich mal so ein Kind in der normalen Schule vor, im Kindergarten. Ich habe ja versucht, meine so zu hinzukriegen. Das war ganz schön schwierig. Also die sind auch so geworden. Also man kriegt das hin, wenn man sie so erziehen will. Aber man kriegt dann irgendwie, die sind dann nicht zuverlässig und brav. Und dann gibt es irgendwie Schwierigkeiten. Ich kann Ihnen da ziemlich viel dazu erzählen.
darf ich nicht, weil mein Sohn immer zuguckt bei den Filmen, wenn das im Internet ist. Ja, und dann gibt es zwei Menschenbilder, die gibt es, ich mache mal so langsam Abspann, die gibt es seit 1962 von McGregor. Er hat festgestellt, dass fast alle Großunternehmen Theory X haben. Also der Arbeiter ist irgendeiner, der nur durch Tritte in den Hintern überhaupt arbeitet. Das scheint das Management von sich selber auch zu glauben, weil die Reviews oder diese ganzen Zahlenmeetings auch so sind, dass man immer dem Manager einen auf den Kopf haut und ihn schüttelt. Dass jetzt die Zahlen verdammt nochmal besser werden, er soll härter arbeiten und sonst was. Und irgendwie benehmen wir uns, als wenn wir Menschen X sind. Und in der Neuzeit, also die anderen, was wir jetzt eigentlich wollen, in der Arbeit 4.0, ich weiß nicht, wie Frau Nahles das sieht, aber dann müsste man sagen, die müssten Menschen so erzählen, dass sie gern arbeiten und was reißen wollen. Das wäre doch schick, oder? Und dann müssten die Manager auch alle anders sein, die müssten dann Empowerment, Enablement und Coaching sein. Und ich höre dauernd auf den Management, ich habe das mal versucht, aber dann habe ich Angst, die machen dann sonst was, wir haben ihnen die Stechkarten freigegeben, was machen die jetzt? Wie sind die beim Arbeiten? Ich habe bei dem Telefonkonferenz ein Baby im Hintergrund schreien hören und einen Hund bellen, wo sind die und so weiter, ja? Ja, und dann ganz kurz abspannen, das können Sie alles geschenkt haben, die Folien. Sie müssen alle das lernen, also nicht nur irgendwie Stoff lernen, sondern lernen, verstehen, lernen, coachen, lernen, Probleme lösen, lernen, verkaufen, lernen, managen, lernen, Projekten lernen. Das ist das alles, was ein normaler Mensch braucht. Also ich war 1990 bei IBM im Assessment Center. Da kriegt man doch so eine Weihe verschrieben, so wie Papstwahl. Also ich bin jetzt so Führungskraft, kam dann daraus. Das war ganz toll. Und damals hat man geglaubt, dass so 5% der Menschen Führungskraft sein sollen. Die hatten bestimmte beschriebene Kompetenzen. Und dann haben sie 10% in so ein Assessment Center gejagt und die Hälfte ist durchgekommen. Und die sind dann Führungskraft geworden. Hat sie mich dann auch getroffen. Ich bin jetzt Führungskraft. Und die Kompetenzen, die in Führungskraft, 5% Führungskräfte im Jahre 1990 gefordert war, für die gefordert waren, die muss heute jeder Mitarbeiter haben. Merken Sie, was es jetzt geschlagen hat? Da muss jeder Mitarbeiter überzeugen können, mit anderen reden, nicht nur der Chef. Und damals hatten wir nur 5% und die konnten es auch nicht. Wir mussten ja so viele Manager haben. Ja? Gut, dann sind das andere Leute, also bei Google haben die ein T-Shirt an und die denken anders, also das heißt agil oder Business Innovation und so weiter und das war auch heute in den Vorträgen dauernd. Digitalisierung scheint für die meisten Vortragenden irgendwas zu sein, dass ihr Betrieb innen drin, die Produktion digitalisiert wird, das Amerikaner hat das gar nicht vor. Es geht darum, dass man selbstfahrende Autos baut, dass man Vakuumröhren macht, als Bahnersatz durchschießt, so irgendwie, dass man Mondraketen macht oder so. Es geht nie darum, dass die Produktion digitalisiert wird. Das sehen Sie viel zu introvertiert. Sie müssen irgendwie eine extrovertierte Sicht kriegen von der ganzen Geschichte. Das habe ich von der Schulseite bekommen. Das ist, können Sie einfach gucken. Das ist, glaube ich, der typische Deutsche. Also, Sie sollen so viel Sozialkompetenz haben und so viel hat man. Die sollen so viel Führungskompetenz und so viel hat man. Und das Einzige, was alle gut können, Methoden und Regeln einhalten. Zuverlässig und brav sein. Da sind sie übererfüllt. Und das ist doch ganz schrecklich, oder? Das ist zwanghaft. Hören Sie damit auf. Okay? Ich muss aufhören. Es ist richtig viel Arbeit. Das hat nichts mit Digitalisieren zu tun, sondern mit einem Upgrade von Erziehung, Bildung und allem. Und die Bildung hat nichts mehr mit Integralrechnung zu tun und unbedingt dem Vokabeln lernen und Latein lernen und so weiter und Mittelhochdeutsch, sondern irgendwas mit den Kompetenzen des nächsten Zeitalters. Und wenn das müssen Sie irgendwie machen. Und das Erste, was einer macht, wenn er keine Ahnung hat, dann bestellt er sich Berater. Die bringen dann die Folie mit. Alles ganz easy. Das ist nicht easy, das ist richtig schwer. Das wollte ich jetzt die ganze Zeit sagen und das können Sie irgendwo nachlesen und ist ja egal. Also, Dankeschön.